Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ein Let's Play Together zusammen mit dem Neptun LP, habe ich ja schon angekündigt. Hallo Neptun. Ahoi und danke für die Einladung. Sehr schön. Okay, also hier ist er bekannt als der Adler. Dabei sind auch der Parker Panzer, den ihr aus TDD kennt. Moin. Und der Mike, den ihr aus unzähligen anderen Parts kennt. Hilfe! Ich werde hier so gezwungen. Okay, sehr schön. Und ja, es ist mir eine große Ehre, dass ich mit Neptun zusammenspielen darf. Oh, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, mein Hände werden ganz klipprig. Ja, jetzt werde ich ja ganz rot. Verdammt noch das Meer, also. Nee. Jawohl. Und nun ja, wir haben hier einen ganz besonderen Mod, aber dazu mehr wird euch jetzt Neptun etwas erklären. Ja, genau. Und an der Stelle möchte ich auch noch ganz kurz meine Zuschauer begrüßen. Die lang erwartete zweite Staffel Europa Universalis 4 geht jetzt los als Let's Play Together. Und wir spielen den Mod Extended Timeline. Das ist ein sehr, sehr cool gemachter Mod, der, wie ihr seht, im Jahr 51 beginnt mit dem Römischen Reich und allen damals existierenden bekannten Nationen. Das geht los mit dem großen Römischen Reich, mit den Germanenstämmen, über die Pikten, einer der erbittertsten Gegner des Römischen Reiches zu der Zeit. Dann haben wir im Osten die Parther und dann, ja, einzelne chinesische Länder. Da weiß ich jetzt nicht die historische Korrektheit, keine Ahnung, aber da wollen wir auch nicht zu genau sein. Und ja, das Schöne an diesem Mod ist, er geht im Grunde genommen bis heute. Wenn ich das einfach mal vorschalte auf das Jahr 2014, dann sehen wir, wenn das dann irgendwann mal umgeschaltet hat, jetzt sehen wir die heutige Karte. Und der 1. Januar ist da vielleicht noch ein bisschen das falsche Beispiel, denn der Modder aktualisiert seinen Mod ständig mit. Ich werde auch noch einen entsprechenden Link in den Steam Workshop unten reinsetzen, weil jedem Europa Universalis 4 Spieler ist dieser Mod dringendstens zu empfehlen. Wir sehen hier zum Beispiel im Fall der Ukraine die durch die Separatisten besetzten Gebiete, und auch in Irak und Syrien wurde die ISIS eingepflegt. Also ein ständig aktuell gehaltener Mod mit allem, was dazugehört, Regierungen etc. Ein Traum und alles, was dazwischen so passiert. Jo. So, soll ich weitererzählen? Ja. Okay, gut. Wir werden jetzt dann, natürlich, wir starten jetzt so spät, ist ein bisschen langweilig, wir starten zur Zeit des dritten Kreuzzuges im Jahre 1187. Und zwar mit den folgenden Nationen. Ich stelle erstmal meine vor. Ich werde Dänemark sein, das sieht man schon hier oben. Neptun, oder Adler auch genannt hier in Euph hier, ist England. Dann unser lieber Parker-Panzer ist Kastil, wird wahrscheinlich Spanien werden. Und ein Mike ist Franken. Ein sehr gewagtes Spiel, weil nämlich das Problem ist, wenn er Sachsen nehmen würde, würden wir uns, glaube ich, irgendwann mal richtig aufs Mull hauen. So. So oder so. Und nun ja, wir haben hier auch noch ein Gimmick aktiviert. Das ist die zufällige neue Welt. Das sorgt dafür, dass hier hinten die neue Welt zufällig neu generiert wird, sodass wir auch wirklich Spaß daran haben, die neue Welt zu erkunden, dass auch für euch was da ist und ihr euch dann irgendwann mal ausmalen können, wenn wir da hinten sind, wie wir die neue Welt aussehen. Ja. Und, ich weiß nicht, wollen wir langsam starten, oder? Ja, würde ich sagen, legen wir so langsam los, dann gehe ich nochmal schnell auf Optionen, dass das alles passt. Ach, wir haben das Handicap auf Spieler gestellt, das heißt, wir bekommen die entsprechenden Boni, die KI-Schwierigkeit wurde auf einfach gestellt, Nationen im Glück haben wir keine, Terra Incognita in der Lobby haben wir ausgestellt, das ist aber, mein Gott. Dynamische Provinznamen benutzen haben wir eingeführt, das gab es beim letzten Let's Play, zumindest von mir zum Beispiel, noch nicht. Das ist eine sehr interessante Funktion, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Franzose die Provinz Pfalz einnehmen würde, dann würde sie in den französischen Namen Palatinate, die Aussprache, man möge es mir verzeihen, umändern. Ist ganz cool gemacht. Schnellbeitritt habe ich erlaubt, falls jemand rausfliegt, dass er sofort wieder rein kann, wobei das gerne Synchronisationsprobleme gibt. Jeder kann nur ein Land spielen, also es können nicht mehr Leute zusammen einspielen. Jeder sollte speichern können und das andere ist mehr oder weniger egal. So. Aber was mir noch wichtig wäre, trotzdem, was wir Terra Incognita in der Lobby anmachen, dass wir später nicht unsere neue Welt sehen können. Ja, ist auch wieder was. Gute Idee. Also bevor da jetzt einer denkt, ja, ach, das wird da einfach ein bisschen die Provinzen durchgewürfelt oder sowas. Nein, 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 nein. Es wird tatsächlich alles durcheinander gewürfelt und
jedes Mal, wenn ich diese Einstellung benutzt habe, habe ich danach ein Amerika gefunden, das noch nicht mal ansatzweise dem realen Vorbild gleicht. Also das ist wirklich eine spaßige Sache. Wie beim letzten Mal unser Penis-Amerika. Ja, es war ein wunderschönes, riesiges Gebilde. Ja. Das war einmal die eine Sache. Die andere Besonderheit, vielleicht haben wir das auch dieses Mal dann wieder, ist, man hätte wirklich von Frankreich bis nach China durchsegeln können, ohne einmal Land zu finden. Also, das stimmt. Hätte sich gefragt, ach, das gibt's gar nicht. Schön. Ja, ja. Komm, ja, müsst ihr den dann, falls uns sowas wieder passiert, auch verpixeln? Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht, der ist ja schon verpixelt. Wir sind ein zensurfreier Kanal. Genau. Freie Presse. Nur gut. Die Redefreiheit wird für euch immer eingeschränkt. Bitte was? Ja. Ich fange jetzt hier nicht an, Choleriker-EP rauszulassen, sonst endet das Böse und Neptun muss sehr viel schneiden. Gut. Oder nicht? Ich schneide nie. Ist mir doch egal, sonst sie sich beschweren. Würde ich sagen, legen wir los, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Und Action. So. Ich will nicht mehr. Hier oben, hier oben sieht ihr schon, für die zufällige neue Welt, werden schon die, man kann sagen, der Seed wird erstellt. Ich kann mir wirklich vorstellen, es wird so random generiert wie bei einer Minecraft-Map. Das ist ganz interessant, dass Paradox ja was gemacht hat. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es bald Mods geben wird, wo einfach mal die gesamte Welt random generiert wird. Und das wird dann erst richtig cool. Ja, also es kann wirklich sein, dass wir auf einen riesen Klops treffen, es kann aber auch sein, dass wir auf ein Inselarchiv treffen, es ist absolut alles möglich. Die Provinzen sind durcheinander gewürfelt, die ganzen Nationen werden vertauscht. Ein Indianerstamm, der im Norden saß, könnte plötzlich im Süden sitzen, es ist einfach dem Zufall überlassen. Ja, das wollte ich irgendwas Cooles dazu sagen, aber irgendwie bin ich uncool geworden. Okay, gut. So, jetzt werden wir am Anfang erstmal ein bisschen Pause haben, währenddessen wir alle unsere Sachen einstellen. Ja, genau. Kassin hat Aragorn. Ich hab gerade gedacht, Kassin hat Aragorn den Krieg erklärt. Geht schon gleich vollkommen ab. Wäre natürlich was gewesen, ne? So, was wollte ich schauen? Schweden ist mit mir noch nicht in der Personalunion, oder? Nee. Nee, aber ich starte mit der Personalunion mit Guyen. Also, das wird auch. Ja. Dann läuft die eigentlich schon. Hier seht ihr, da unten ist Guyen. Wenn England diese Personalunion gewinnt, haben die einfach mal gesamt Westfrankreich fast. Ja, also ich muss das noch 15 Jahre halten. Ab dann habe ich die Möglichkeit, Guyen zu integrieren. Ich gesagt, habe ich mich da noch nie beschäftigt. Wo sehe ich denn eigentlich, wie lange ich die schon habe? Indem du die Personalunion drüber gehst, normalerweise. 56 heißt auch noch knapp 20 Jahre, okay. Weil ich habe eine Personalunion mit Burgund und mit der Toskana. Sehr gut, dann mache ich gleich mal Beziehungsverbesserung mit England. Wobei, Ich bin im Krieg. Ja. Ayurved, Zyariden und Rum. Prost. Das heißt, du bist im Kreuzzug. Ja. Ja, mit mir zu. Stimmt, müsste dann bei dir Richard Löwenherz an der Macht sein? Sogar? Oder war das ja der dritte Kreuzzug, wo er? König Richard, erster Plantage. Richard, der erste Plantagenel. Sehr gut. Plantagenel, super. Was ich gleich zu meinen Zuschauern sagen kann, ist, ich bin entweder der absolut aggressive Spieler, wenn ich mächtige Verbündete habe und dann bin ich so ziemlich das Arschloch. Oder es gibt auch das, dass ich wirklich, da habe ich damals Bamberg gespielt, hier als Kleinstadt, und da habe ich wirklich so die Bündnispolitik gehabt, dass mich Mike als Sachsen nicht hätte annektieren können, weil ich mit Frankreich, Polen, England und noch mit Schwaben verbündet war. Ach, ich sage nur sunnitisches Köln. Ja, war das cool. So, das ist mir dann alles ein bisschen zu teuer. Lass uns direkt mal die Truppen aufteilen. 42.000 Mann her, brauchen wir wirklich keinen Mannschaft anhaben. So, ein bisschen mehr Armeeunterhaltsmodifikator. So. Bisschen weniger gesagt. Nationale Entscheidungen. Boulder Grand Tournament. Passt. Mein Herr kostet mich gerade knapp 30. Das besteht aus mir zu viel. Steuermodifikator. Er schafft eine richtige Flotte, verbessert die Beziehung mit Holstein, die dänischen Menschen in Neuwien. Stimmt, Holstein, habe ich gegen den einen Kriegsgrund eigentlich? Nee. Die mögen uns also aber auch nicht. Also ich habe schon gleich den ersten Krieg in Bereitschaft, also. Jawohl, mit Norwegen verbünde ich mich erstmal. Ach ja, meine Feinde können ja diesmal mithören. Ist ja irgendwie blöd. Ja, das ist... Das hat alles ein bisschen so seinen Makel.
Ich finde es aber schön, wie einfach jedes Land hier jetzt umkämpfte Nachfolge hat am Anfang. Ja. So, habe ich eine Handelsflotte? 2 Schiffe, wow. Handelsschützen in der Nordsee. So. Ja, das sieht doch soweit alles schon mal ganz brauchbar aus. Sehr gut, dann kriege ich ja schon mal gute Verbesserungen. Nein, dann Politik anfangen. Ja, wir haben Kolonialisten, haben wir. Perfekt. Was habt ihr? Mag das Spiel. Ich habe einen Kolonialist. Achso. Oh, jetzt schon. Okay. Ja, deswegen freue ich mich ja schon. Das seht ihr, Baggerpanzer wird einfach vom Spiel gleich schon gestärkt. Das ist so unfair. Ja. Ich erinnere das mich geht gar nicht. Fairer für die Kriegserklärungen. Also erstmal eine Warnung gegen Kastil aussprechen. Nein, Scherz. Ich bin mit England verbündet schon. Ja, da hat er sich nicht lumpen lassen. Das ging gut. Ja. Ich bin auch schon mit England verbündet. Ich bin, glaube ich, nur in einem... Moment, ich kann wir eins... Wir sind, glaube ich, nicht verbündet, wir sind, glaube ich, nur zusammen in einem Krieg, ne? Ach ja, ich habe gerade eben keinen Diplomatenfall, den ich dir senden könnte, Lukas. Aber mit was interessiert mich auch ein Bündnis mit Kastilien jetzt, wenn ich hier im Norden kämpfen will? Ja, ich habe leider schon einen Krieg erklärt und ein Bündnis erklärt. Ja, so bei... Dann mit Frankreich in einem Krieg, Frankreich, Es ist so glibberig. Ach, und bevor sich jemand über die Flagge wundert, das muss ich noch korrigieren. Ich habe die Trikolore eingefügt, anstatt die originale Königreichsflagge von Frankreich, das werde ich noch rückgängig machen zur nächsten Aufnahme. Ja, ich werde mir auch irgendwann mal so ein Kastenflaggen-Pack holen, aber ich weiß nicht, wann ich das mache. So, dann würde ich mal sagen, können wir starten, oder? Ja. Jo, ich bin bereit. Geschwindigkeit, machen wir 2, 3. Ich weiß nicht. Machen wir erstmal 2 und schauen nach, dass es synchron bleibt. Jo. Ja. Am meisten, wo wir Krieg führen. Gut, und Action. Ja. Naja, das muss ich immer erstmal per Doppelklick. Sehr gut. Jawohl. Ah, ich krieg schon ganz viele Bündnisangebote. Was haben wir denn da? Mecklenburg brauche ich nicht. Keiner mag mich. Bremen will sich mit mir verbünden, das bringt mir aber nichts so viel. Wie sieht's mit Polen aus? Polen mag mich nicht. Die Samen. Die Samen, die mag ich doch. Haben wir da Gelder? Nee. Also ihr seht schon, ich habe eigentlich eine ziemlich gute Bündnispolitik gegen Schweden. Ich wurde gleich schon gewarnt. Das war aber diesmal nicht dich. Kann ich dich beruhigen? Staatsehe vom Meißen, ich weiß nicht. Ach ja, genau, ich wollte jetzt erstmal eine Staatsehe mit Norwegen. So, beschlossene Staatsehe mit Norwegen, unsere Beziehungen haben sich damit verbessert. Ich muss erstmal die walisischen Gebiete hoch. Ist das geil? Ich sehe die neue Welt. Was? Über Norwegen. Ich habe mit Norwegen ein Bündnis und sehe die norwegische Provinz in der neuen Welt. Ich weiß, ja, wie die neue Welt einigermaßen aussieht. Ja, die sehe ich auch. Die vor allen Dingen, Norwegen liegt nicht mal an der Küste. Das liegt daran, dass das grönländische Gebiet ist. Grönland wurde auch mit aufgeteilt. Ist das geil? Das grönländische Gebiet, das Norwegen zu diesem Zeitpunkt besitzt. So. Gut. Hat was. So. Also wissen wir, wo wir alle hinfahren müssen. Ja, so ungefähr. Außer mir, weil ich da wahrscheinlich niemals ankommen werde. Ja. Magst du schauen? Ja. Du bist Franken, ich bitte dich, was haben die Franken alles in der Geschichte geschafft? Und das meine ich jetzt ernst. Ja. Das Fränkische Reich. Ja. Das dann zerfallen ist. Ja. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, Deutschland zu gründen, aber sie haben es nicht getan. Ja. Stimmt, kann man eigentlich als Franken Deutschland gründen? Ja, kann man. Ja, eigentlich. Alter, wie geil wäre das denn? Also ich meine jetzt nicht hier mit dem Franken, sondern mit dem Franken, das wo das große Frankenreich war. So, mein Handel wird geschützt. Meine Politik... Ich werde auch direkt schon mal den ersten Krieg vorbereiten. Schottland ist mein Ziel. Ich habe meinen Krieg sofort erklärt. Jawohl, und ich versuche, Norwegen erstmal in einer Personalunion irgendwie Kassiel, sorry, aber reinzudrücken. Ich habe nichts. Ja, okay. Und muss meine Sachen erstmal produzieren. Ich verstehe. Mein Unterhalt ist unten, weil ich einfach Geld sparen muss. So ist das leider. Ja, bei mir ebenfalls. Ich
Ich bin jetzt immer noch bei minus 4. Ich plus 3. Obwohl Alter, ich nicht bin. Und Franken wird sie beschützen. Habe ich vor Franken Angst? Wie groß ist denn Franken? Franken ist ein Zweistädtestaat. Auf geht's! Wir nehmen ein bisschen ein. Also geht der erste PvP-Krieg los? Möchtest du dich wirklich mit 52.000 Soldaten anlegen? Ich habe 88.000. Okay, das ist... Außerdem habe ich gerade mein Heer auf 25.000 Mann runtergestuft, damit ich irgendwie... Hey, also kannst du dir als solches Land 25.000 Mann? Ja, das frage ich mich übrigens auch gerade. Ich habe schon mit 15.000 Mann so alle Probleme voller Hand. Ich auch nicht, das ist das Problem. Ach so, du wolltest bloß ein bisschen protzen. Gut, dass du es mir verraten hast, dass ich erst den Krieg nicht gestartet. Ja, ich bin gerade, okay. Also Leute, ich glaube, wir werden in der nächsten Folge schon den nächsten G-Gipfel erleben. Und ja, das ist jetzt dann, glaube ich, das Ende von der sogenannten Tutorial-Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jo. Ja, also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und tschüss.